Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Fußballfans, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Freizockt und We Are Football. Ja, gerade eben noch das Deutschlandspiel geguckt. Ich traue mich gar nicht zu sagen, was ich denke. Dann hagelt hier wahrscheinlich Kritik und De-Abos, aber vielleicht war das mal ganz gut so. Mehr sage ich nicht. So, wir stehen auf Platz 3 und wir müssen irgendwie gucken, dass wir es hinkriegen. Ich weiß gar nicht, was müssen wir denn noch machen? Wir haben, glaube ich, alles. Hatten wir die Woche schon gemanagt? Ich weiß es gar nicht. Ja, hatten wir schon gemanagt. Hatten wir schon alles reingekloppt hier. So, das Persönliche hatten wir aber noch nicht reingekloppt, dass wir eine Weiterbildung machen wollen. Und dass wir einmal Sport treiben möchten. Wir hatten auch weniger Belastung, nämlich nur 38 Stunden in der letzten Woche. So, wir haben hier 4 Punkte wurden uns abgezogen für Leistung in der Liga. Habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist ja krass, dass uns die Punkte da oben auch abgezogen werden können, wenn wir nicht so gut spielen. Das ist ja eine kranke. Arbeitszeitstatistik. Training. Letzte Woche 28 Stunden, diese Woche 20 Stunden. Und das ist wahrscheinlich auch das hier. Wenn wir das hier nehmen und durch die Wochen teilen, dann kommen so Stundenwochen raus und dann heißt's, guck mal da, wir haben nämlich die Woche sind wir mit 42 Stunden eingeplant. Kann mir mal einer sagen, wo wir die Woche 42 Stunden abarbeiten? 8 Stunden Sonstiges. 12 Stunden Transfers und Verträge. Zwei Stunden Spiele. 20 Stunden Training. Also Training sind 20 Stunden, Spiel sind 2 Stunden. Sind wir zwar 22 Stunden in der Woche, die wir auf dem Trainingsbildschirm weggestrichen bekommen. So, aber Transfers und Verträge. 12 Stunden. Wegen dem Gespräch. Das dauert 2. Keine 12. Acht Stunden Sonstiges kann eigentlich nur das hier sein. Sonstiges. Aber das sind auch 8 Stunden. Aber das sind doch Vertragsgespräch. 2 Stunden. Hä? Da sagt er 12 Stunden die Woche. Das verstehe ich nicht. Oder hängt es daran, dass wir Scouts einstellen? Kostet mich jeder, den ich hier einstelle, auch 2 Stunden. So, der ist gekauft. So, wir können noch einen scouten. Jetzt haben wir keine freien Scouts mehr. Aber es müsste ja noch welche kommen. Ich stock einfach weiter auf. Guti, was haben wir sonst noch vor? Ich bin am Überlegen. Was habe ich alles nicht gemacht beim letzten Mal, wo ich aufgenommen habe?
Geld anlegen wollen wir nicht, Sport treiben haben wir schon drin. Training. 2, 4, 6, 8, also eigentlich 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12, 24, 26, 28. 28 Stunden wären die Blöcke hier. 2, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 20. 20 Stunden Training. Dann haben wir hier 2 Stunden Spiel. Muss ich jetzt schon Trainings freigeben, damit meine Stunden nicht so viel werden? So, was machen wir denn? Woran anfangen? Machen wir Hit. Und Sprints. Dann gehen wir Trainingsparcours und Angriff über Außen. Individuelle Fähigkeiten, Rondo. Rondo, individuelle Fähigkeiten. Spiel. Erholung. Die machen wir weg. Und machen einen Auslaufen hin. Und dafür machen wir hier nochmal individuelle Fähigkeiten rein. So, das soll der Trainingsplan sein für die Woche. Gucken wir mal, was wir daraus machen. Normalerweise müssten die jetzt mehr Konditionen aufbauen und dann vom Spiel auch nochmal die Frische regenerieren. So, was war mit dem? Chris Frahl. Achso, genau, zweite Mannschaft. Wollten wir einen Vertrag verlängern? Der hat Talent, soweit ich weiß. Wie alt ist der? Jahre. Den binden wir langfristig an uns für die zweite Mannschaft. Es ist halt faszinierend, wie viel die mehr wollen. Der verdient jetzt 80.000, will 500.000. Kriegt 500 Siegprämie, will 4.000. Das ist für die zweite Mannschaft. So, das hat er alles schon mal akzeptiert. Beim Gehalt versteht er nicht ganz so viel Spaß. Alter, das ist eine Gehaltssteigerung. Das muss man sich mal vorstellen. Der verdient jetzt 80.000. Ja? Das heißt, der macht eine Gehaltssteigerung. Um 400%, sehe ich das richtig? 80, 160, 320, nee, sogar noch mehr. 500%. 400.000 sind 500%. Das ist ja nicht normal. Entschuldigung, aber welche Beträge haben die denn hier im Kopf? Eine 500%ige Gehaltssteigerung. Okay, lass uns einen Deal machen, Leute. Ich schreibe jetzt mal an YouTube, ich hätte gerne mal 500% mehr von den Werbeeinnahmen. Mal gucken, was die dazu sagen.
Alter, der hat einen Marktwert von 500.000 und will das 500.000 im Jahr verdienen. Der will pro Jahr seinen Marktwert verdienen. Da gibt keinen Sinn. Dann scheitert es eben. Ich sehe es nicht ein. Der hat keinen Talentstern, der hat keine Fähigkeit, der kann nichts. Und nur weil er der Beste für die vierte Liga ist, wo wir vielleicht nächste Saison gar nicht mehr spielen, will er 500, also 500% Gehaltssteigerung. Nee. Nee. Da habe ich Jugendspieler, die das ersetzen können. Die sind billiger. Ich kann da nicht meinen ganzen Spieler verkaufen. So, 1. FC Union Berlin. Wir kommen. Wieso? Also, da hat man mir gesagt, der wird Munje ausgesprochen und der wird Renje ausgesprochen. Für mich heißt der Munir. Und der Reinier. Weil ich bin Deutscher. Nee, also keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich hab's nicht so mit den Namen. Ist mir auch ehrlich gesagt egal. Der ist wenigstens als 9,4 da drüben einsetzbar. Als Ersatz. Aber der ist halt total im Eimer. Also eigentlich können wir den auch rauslassen, weil der kann eigentlich nicht spielen. Der muss eigentlich trainieren. Der muss erstmal wieder was ist das? Stamina, Status. Was ist das da? Die Fitness? Aufbauen. Nein, ist das die Energie, glaube ich. Ah, ich weiß auch nicht. So, jedenfalls, unsere Abwehr ist ein bisschen schwächer wie die vom Gegner. Dafür sind wir im Mittelfeld und Sturm stärker. Was mich einfach dazu bringt, zu sagen, die haben wieder 5 Mann in der Abwehr. Bingo. Scheint das beste System gegen uns zu sein. Oder so. Ich weiß auch nicht. So, ich bin da auf der höchsten Stufe. Nö, Tag und Nacht ist die höchste Stufe. Dauerhaft mit kleinen Pausen ist die zweithöchste und ich bin auf der dritthöchsten Stufe. Wir gehen mal trotzdem eine Stufe runter, weil es wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn wir ein bisschen Energie sparen würden. So in der nächsten Zeit. Wir spielen noch nur Ballbesitzfußball. Die Fähigkeit steigt, Ballbesitzfußball zu spielen. Ja, aber ich muss irgendwas machen wegen der Fitness, sonst. Wobei Ballbesitzfußball ist nicht offensiv. Ich habe gesagt, ich spiele offensiv. Aber es ist mir egal in diesem Spiel. Ich muss irgendwie mal durchhalten. Haaland. Mach einfach mal ein paar Tore. Max Kruse. Den wirst du auch nicht los, ne? So, wenn ihr gewinnt, kriegt ihr 70.000 Prämie. Spielt einfach gescheit. Mit Ballbesitzfußball. Jetzt will ich mal was sehen hier. Ich will mal zu Null spielen. Und vorne ein paar Tore reinknallen.
Und nicht auf dem Zahnfleisch nach Hause gehen. Kriegen wir das hin? Die Fitness von uns sieht eigentlich ganz gut aus, aber wir haben auch so gut wie gar keine. Gar keinen Vorwärtsdrang, oder? Doch jetzt. Wo spielt ihr denn rum? Brandt? Haaland dribbelt. Gelbe Karte für Sancho. Einzige, was sie hinkriegen. Ja, sie sind zumindest mal noch fitter. Das ist schon mal nicht verkehrt. Nee, will ich eigentlich nicht machen. Eigentlich will ich es nicht machen. Nee, eigentlich will ich es nicht machen. Wir motivieren mal ein bisschen. Wen haben wir da? Sancho. So eine Halbzeit will ich nicht nochmal sehen. So, wer hat die beste Note? Ach du lieber Himmel. Akanji mal ein bisschen motivieren, dass er das besser kann. Mal gucken, was bei rauskommt. Ja. Wie so oft sehen manches ein bisschen anders. So, Wechselzeit. Wir bringen Guerrero im linken Mittelfeld. Wir bringen Reus im offensiven Mittelfeld. Bringen ihn hier im Sturm. Piszczek übernimmt die rechte Seite, beziehungsweise die zwei können tauschen, damit das nicht noch gelb-rot gibt. Und jetzt bin ich noch am Überlegen. Ein Wechsel haben wir noch. Zagadou darf mal hierher. So. Und in den Anweisungen, das lassen wir so. Und in der Taktik gehen wir mal noch ein bisschen weiter zurück, was das Pressing angeht. Der haben wir gerade eingewechselt. Und der kriegt schon Schwalbe. Gelb. Auf Haaland! Yes! Arbeitssieg. So, weiter Pass vor auf Reus, dem Kopfball auf Munier. Der dribbelt sich von Strafraum und zieht ab und schießt ihn vorbei. Ja, sauberer 1:0 Sieg.
Nichts Weltbewegendes oder so, aber. Drei Chancen, einer drin, die anderen eine Chance, keiner drin. Wir gewinnen 1-0. Sind 3 Punkte. Wir werden ja nicht belohnt für die Anzahl der Tore, die wir machen, sondern wir werden belohnt für gewinnen oder verlieren. Ändert nichts. Aber die Bayern haben sich eine Schwäche geleistet und wir ziehen weiter weg von Platz 4, weiter weg von Bayern. Ja, Nick Frey kann mit der Leistung des Teams sicher leben, aber berauschend war es nicht. Ein, zwei Veränderungen an der Aufstellung würden sicher einen neuen Reiz schaffen. Jeder Spieler sollte wissen, wenn er unterschreibt, ich bin Realist. Außer Bayern könnte ich, was? Könnte ich jedem Verein dieser Liga als Manager sofort weiterhelfen? Ja, okay. Nick Frey ist natürlich auch eine billige Lösung, das Gehalt wird klein sein. Aber wir haben doch gewonnen, wo ist das Problem? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wir haben doch gewonnen. Und die Frische ist gut und die Kondition ist gut. Wir haben 9 Spiele in Folge nicht verloren. So, der hat ein Trainingsziel erreicht. Müssen wir ein neues festlegen? Es gibt ja nur eins. Alles andere ist ausgegraut. Und ich weiß nicht warum. Zu alt? Wo steht sein Alter da? 26? Nee, eigentlich nicht so alt. Irgendwas fehlt. Ich versuche es herzuleiten, was fehlt, aber es ist nicht einfach. Weil das alles so versteckt ist. Das hier zum Beispiel ist eine Stufe 2 Fähigkeit Antritt. Die Stufe 1 Fähigkeit Antritt, die liegt hier. Die kann ich aber nicht erforschen, warum auch immer. Gucken wir mal. Was sich da ergibt. Wir machen mal mit Schusskraft weiter. Das Einzige, was wir noch lernen können. Dann ist das Wöchlein rum und wir machen wieder Fortschritte beim Scouten von Spanien. Und wir haben wieder Spieler, die in der Stufe aufsteigen. Das hören wir gern. Das verstehe ich nicht. Da gab es Wünsche von Spielern, dass das zusammengefasst am Saison oder irgendwann in der Saison einen Termin gibt für Auf- und Abwertung. Ich finde das besser. Wenn einer gut ist, soll er doch gleich aufsteigen. Warum soll ich da warten müssen bis zum Tage X? Tja. Dann haben wir mal wieder eine Woche vor uns, was Management angeht. Da tut sich nichts. Guck nochmal rein, Laufzeit, Verträge laufen ab. Den wollte ich ursprünglich behalten, aber er wollte ja nicht. Verkaufen wir.
Was anderes bleibt mir ja nicht. So, wir besuchen dieses Training und wir besuchen dieses Training. Und keine Kranken. Wir kriegen jede Menge Scouts dazu. Heißt, wir können die Scouting-Geschichte hier erweitern. Noch ein. Ja, ich brauche noch ein paar. Wir haben hier einiges zu scouten. Kriegen ja kein Stück. Brauche ich mal ein paar mehr Scouts, würde ich mal sagen. So, wie machen wir denn weiter? Ja, die Buchhalter sind auch am Anschlag, aber ich weiß nicht genau warum. Man ist noch happy mit mir. Wir gewinnen Fans, wir gewinnen Mitglieder. Wir treiben Sport die Woche. Und wir machen eine Weiterbildung die Woche. Und wir haben die Woche mal wieder 40 Stunden geplant. Und ich verstehe mir noch nicht, wie sich zusammensetzt. So, die zwei haben wir gekauft, die haben wir verkauft. Das heißt, wir haben 100 Millionen Transferbudget Einkünfte und 44,4 Millionen Transferbudget Ausgaben. Dürfte nur ein bisschen Geld da sein, um Spieler zu kaufen. So, Spieler schicken, nicht vor so einer Saison hier. Charity-Aktion durchführen, keine Zeit die Woche. So, Training. Konter mit Passspiel. Konter mit weiten Wellen. Aktive Erholung. Hier machen wir Auslaufen. Mittags machen wir individuelles Training, wenn ich es finde. Ich blind? Da. Vor dem Spiel machen wir wieder aktive Erholung. Nach dem Spiel machen wir wieder Auslaufen. Und danach nochmal eine Übung. Hit. Für die Kondition, die auf 87 steht. So, mal gucken, wie die Woche einschlägt. Trainingsverletzungen, Adduktorenzerrung, Innenverteidiger noch. Die wollen Sakadu kaufen, den wir nicht abgeben können. Und dann geht's los, Meisterrunde. So, dann holen wir. Das verstehe ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bellingham wollte ich eigentlich schon auf der Bank haben, aber ich. Den da eigentlich auch. Ich habe den Eindruck, irgendwie fehlt da einer auf der Bank. Ja, komisch, der kann einen von draußen auf die Bank setzen, ich nicht.
Wie macht man das denn, wenn man von außen einen auf die Bank setzen will? So, jetzt haben wir die richtigen Leute zumindest mal auf der Bank sitzen. Die Reihenfolge ist immer noch Graudenrüben. Haaland, Brandt. Brandt im Sturm ist auch nix. Torriecher brauchen wir im Sturm. Brandt wäre besser als OM. Aber wir lassen ihm mal den Vorzug in der Woche. Guerrero kann mal als Linksverteidiger auflaufen. Dass wir ein wenig mehr Sicherheit haben. Es macht echt nicht viel aus. 10,8 zu 10,7. Es macht halt in Eingespieltheit und Erfahrung ein bisschen mehr aus. Ich glaube, das ist mit die stärkste Mannschaft, wenn Hummels verletzt ist. Das ist meine feste Überzeugung. So, die anderen haben einen Stürmer und der ist noch platt. Hervorragend. Im Gegensatz zu uns, wir sind nicht platt. So. Ich würde sagen, wir fangen mit voller Attacke an. Und stellen im Laufe des Spiels auf Ballbesitzfußball um. In der Hoffnung, dass wir da keinen Ärger kriegen mit den Fans, die da der Meinung sind, wir spielen irgendwie einen komischen Fußball. So, und wir sagen mal das, weil wir irgendwas sagen müssen und zahlen eine Siegprämie von 64.000, weil Gruppenphase Champions League. Wir wollen ja nicht rausfliegen. Wir wollen ja weiterkommen. Guerrero kassiert ganz schön viel gelbe Karten, muss man mal sagen. Ist das denen ihr fucking ernst? Man hätte ja mal ein Konter einleiten können. Sag mal, ich sehe hier nur die anderen angreifen. Macht unsere Mannschaft auch mal was? Oh, wir haben Freistoß. Okay, Jungs, ich verstehe eure Taktik. Ihr wolltet jetzt erst von den Gegnern totlaufen, ja? Und jetzt wollt ihr attackieren. Sehe ich das richtig? So, gibt's Noten? Ach du lieber Himmel.
Hazard akzeptiert. Haaland akzeptiert die Kritik. Sehr gut. Dann hoffe ich, dass da jetzt eine Reaktion kommt. Aber es sind schon wieder die Engländer, die wir nach vorne drängen und drücken. So, jetzt Can auf Sancho. Sancho trippelt. Pass auf Hazard. Hazard trippelt. Flanke. Reus, Kopfball. Munir, Witzel. Sancho. Brandt. Auf Hazard und der auf Guerrero und Guerrero auf Witzel und Witzel mit der Flanke und Reus köpft und ist schon wieder vorbei. Rote Karte für die Gegner. Can auf Witzel, Witzel auf Brandt, Brandt mit dem Steilpass auf Reus, Reus schießt. Ausgleich. Es darf nicht wahr sein. So, Sancho mit dem Eckball. Auf Can. Da war nix. So, Brandt mit dem Kopfball. Zurück auf Witzel. Witzel trippelt sich in die Nähe vom Strafraum. Zieht ab. Und trifft diesmal nur ein Torwart. Puh. Leute, was ist los bei euch? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. So, wir wechseln mal ein bisschen aus und gucken mal, ob noch irgendwas geht. Haaland mit der Flanke auf Witzel, Witzel köpft und. Oh. Wir brauchen erstmal einen Ausgleich, ey. Was spielt meine Mannschaft denn für eine Scheiße zusammen? Wirklich. Na bitte, es geht doch. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich kapiert habe, dass das unserer war. Ist schon mal ein Unentschieden. So, jetzt noch ein Freistoß hier von Sancho. Der hoffentlich gut kommt. Na. Und Hits hatten wir im Nachfassen. So, Sancho mit dem Pass auf Witzel. Witzel schießt von da hinten. Bist du des Wahnsinns? So, Sancho mit... Nein. Haaland mit der Flanke. Auf Mokoko, Kopfball, Tor. Der hat gerade seinen Marktwert gesteigert, würde ich mal behaupten. In einem Champions League-Spiel 2 Tore zu machen. Und noch einer. Jetzt geht's ab hier. Was ist denn jetzt los? Die sind so platt. Die anderen sind so platt, dass sie gar keine Gegenwehr mehr bringen, oder wie?
So, wir gehen Spiel konzentriert an. Unglaublich. Das war ein unglaubliches Spiel. Ich habe gedacht, wir verlieren. Ich weiß nicht, was wirklich passiert ist. Damit sollten wir durch sein. Selbst wenn wir gegen Marseille verlieren. Puh. So, er hat sein Trainingsziel erreicht und jetzt können wir hier Antritt trainieren, dass er noch schneller wird. Machen wir doch mal. Für einen 31-Jährigen, der noch ein Jahr Vertrag hat. Wir scouten, glaube ich, Innenverteidiger, oder? Das Problem ist, die Winterpause, die ist so nah, das heißt, der ist bald weg. Ich krieg keinen Ersatz bei. Wenn das jetzt im Sommer wäre, wo das Angebot kommt, wenn er noch ein Jahr bei uns wäre und wir haben die Scouting-Liste schön durchgescoutet und wissen, wen wir holen können für ihn, dann wäre das was anderes. Ich glaube, ich muss es zurzeit ablehnen. Obwohl es ein sehr gutes Angebot war. Ah. Millionen für Brand. Sind ja alle Spieler, die bei uns auf dem Platz stehen, die die haben wollen. So, mal ein paar Leutchen austauschen. Und der hier, also mein lieber Mann, ey, der hatte eine Note 1. Das muss doch eigentlich, muss das doch einen Wahnsinnsboost geben, was die Fähigkeiten angeht. Er gilt als Jahrhunderttalent. Der wird doch seinen Weg machen, wenn der das Ding hier durch hat. Die Volleys, ja. Man guckt euch mal an, da ist alles potenziell möglich, dass ich alles potenziell steigern kann. Also da bin ich mal gespannt, wo der noch hingeht. Ich bin sogar fast am Überlegen. Ach so, Moment. Es ist nicht die Woche rum. Wir haben einfach das nächste Spiel. Ich habe gar nicht realisiert. Ich dachte, die Woche wäre rum. Bin schon so in meinen Schlendrian verfallen und wollte schon sagen, so nach dem Motto wie, ja, gut, dann speichere ich mal ab, dann gehen wir mal raus, dann, ja. Aber dem ist ja noch gar nicht so. Wir müssen ja noch ein bisschen. Wolfsburg mit drei Stürmern. Wann lernt Hazard
dass er ein linker Mittelfeldspieler ist. Wann macht's Klick bei ihm? Was sage ich mit ihm hier? Keine Kaufoption. Ja, für was? Was haben wir ihn dann? Also, lieber Haaland, von dir muss mehr kommen. Von dir muss mehr kommen. Was hat der eigentlich für einen Vertrag? 22 Millionen Grundgehalt. 150.000 Siegprämie. 130.000 Einsatzprämie. Das ist nicht schlecht. Der kann auch noch ganz schön viele Sachen trainieren, würde ich mal behaupten. $170 Millionen Marktwert. Bin mal gespannt, wenn dafür ein Angebot reinkommt. Wenn den der erste Verein haben will, der bereit ist, da mal 210, 220 Millionen hinzulegen oder noch mehr. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen weitermachen. Sieht gut aus zum Umschalten. Wir starten allerdings mit voller Attacke und hartnäckigem Pressing und regelmäßigem Gegenpressing. Und was sagen wir denen? Ja, eigentlich müssten wir bei jedem Spiel sagen, ganz normales Spiel, das wir professionell angehen. Aber dann haben wir bald keine Fokuspunkte mehr da hinten. Zahlen wir eine Siegprämie? Ach, was soll's. So viel Geld, wie ich hab. Zahlen wir auch eine Siegprämie. Wird schon schief gehen. Saka, du mit dem Pass. Wir sind also die erste Mannschaft, die angreift. Pass vor auf Hazard. Hazard spielt zurück auf Brandt. Brandt mit der Flanke. Zentral auf Reus, der sofort abzieht und vorbeischießt. Saka, du verteilt den Ball raus auf Brandt. Brandt spielt ab auf Haaland. Haaland schießt. Müsst mal treffen. Nicht nur schießen. Wäre mal was, wenn Haaland mal treffen wird. Ich weiß, statistisch. Aber da, was ist an Haaland schon statistisch? Der ist keine 170 Millionen wert, weil er statistische Werte einhält. Der ist überdurchschnittlich. Also erwarte ich von dem auch entsprechend Tore, die er nicht bringen kann. Und dann haben die anderen einen Angriff. Und machen dann rein. Ich krieg zu viel. Da war doch der Birki noch. Jawohl, Haaland macht einen Ausgleich. Sowas erwarte ich von ihm. Die Reaktion. Sofort wieder auf Null stellen. Was soll ich sagen? Hauen doch einfach mal rein. Boah. Was mache ich nur mit euch, Leute? Ich wollte in Führung gehen und dann die Führung verwalten. Wolfsburg steht auf dem 17. Tabellenplatz.
Ich muss reagieren. Wir müssen gewinnen. Wir tauschen mal die Plätze und bringen mal Coco für Haaland. Alter, was mache ich falsch mit Bellingham? Was kann ich Bellingham tun, damit der fit wird? Einfach Zeit geben wahrscheinlich. So, Noten. Haaland war der Einzige, den ich hätte loben können. Du spielst gut, sagen wir dem, und Guerrero sagen wir, das kannst du aber besser. So, dann würde ich sagen, ab in die zweite Halbzeit und dann hoffentlich einen Sieg heimfahren. Guerrero ist meine Kritik vollkommen egal. Vielleicht ist Guerrero nicht mehr der Richtige für diese Mannschaft. Und da sind wir in Führung. Mit dem eingewechselten Witzel, deshalb habe ich ihn gebracht, weil der Tore machen kann. So, Akanji spielt ab auf Hazard, Hazard auf Witzel, Witzel mit dem Pass vor auf Reus, Reus mit der Flanke rein, die Castells abfängt. So, Freistoß, Rafael Guerrero. Mal gucken, was er draus macht. Auf Reus. Oh. So kurz vorm Tor. Ich glaub's einfach nicht. Der Mann hat doch Torriecher. Wisst ihr, wer so viele Chancen hat und die nicht macht, der hat es verdient, dass er am Schluss unentschieden oder so rausgeht. Kannst nicht anders sagen, ja? So, komm, Reus. Wieso nach hinten? So, wir bringen Reyna im offensiven Mittelfeld. Wir bringen Bellingham auf dem linken Mittelfeld und wir bringen Schulz als Außenverteidiger. Abseits Reus. So, jetzt aber Akanji auf Sancho. Sancho spielt aber auf Meunier. Meunier, Entschuldigung. Reyna rüber auf Bellingham. Bellingham auf Witzel. Witzel auf Schulz. Schulz mit der Flanke und Reus Kopfball und 3-1. Das Ding dürfte safe sein. Jetzt ist safe. Also eigentlich können wir, wenn safe ist, rausnehmen. Aber vorsichtig offensiv. Wieso springt das um?
Na, egal, 5-1 haben wir gewonnen. Sah am Anfang nicht so aus, aber wir haben es dann irgendwie doch hingekriegt. Ein Punkt trennt uns noch von Platz 2. Ein einziger Punkt. Borussia Mönchengladbach muss nur einmal unentschieden spielen, wenn wir gewinnen, und wir sind vorbei. So, das war ein Heimspiel. Apropos Heimspiel, wie viele Zuschauer hatten wir denn bei diesem Heimspiel? Das würde mich mal interessieren. Steht das hier in irgendwo? Jetzt habe ich wieder eine Mannschaft zusammen, der mir gerne zuschaut. Die Spieler sprühen vor Motivation, bis mir aber nicht alles gelingt. Ich werde nächste Woche im Stadion sein, also strengt euch an. So, Reus hat es in die Mannschaft des Tages geschafft. Leider nur Reus. So, die Frische hat wieder ein bisschen gelitten. Aber was willst du machen? So, neuer Rekord. Meisten Spiele in Folge nicht verloren. 10. Jo. Schon wieder Doppelbelastung. Doppelbelastung Bundesligaspieler. Wäre ja auch anders zu schön. So. Ich bin hier aber jetzt erstmal raus, weil wir nehmen schon wieder eine Stunde auf. Ich muss irgendwie mal ein Ende finden. Ich kann nicht immer ein Stundenparts aufnehmen. In der Zeit machen andere 3 Videos. So, also nichtsdestotrotz, ja, hoffe ich, dass ihr wieder reinklickt in der nächsten Folge, und dann spielen wir weiter hier Bundesliga, und so irgendwann sollten wir mal ein paar Ersatzleute gescoutet haben, mit denen wir dann vorankommen, und irgendwann sollten wir dann vielleicht auch mal wieder eine normale Woche haben, wo wir wieder trainieren können, weil es ist ja nur noch, also wir haben ja nur noch englische Woche. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ist das denn echt genauso schlimm? Ich meine, wir spielen jetzt 2 Spiele Bundesliga, dann haben wir Marseille, wahrscheinlich wieder unter der Woche, dann wieder ein Bundesligaspiel. Also ich freue mich auf die Winterpause, ganz im Ernst, dass die Spieler mal wieder normal trainieren können, dass wir mal wieder ein bisschen Aufbau machen können. Das ist ja brutalst. Dass sie nicht auf allen Vieren durch die übers Vereinsgelände robben und auf den Trainingsplatz gehen, ist alles, ne? So, deshalb, wir sind raus. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Noch viel Spaß hier auf YouTube. Noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.